Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Bettina Heiberlin, angenehmen Montag. Jetzt ist es also fix. In Sachen Panama Papers bei der Hypo Vorarlberg hat die SPÖ heute einen Untersuchungsausschuss beantragt. Darüber informiert die Partei in einer Pressekonferenz. Man wolle sich genau anschauen, welche Offshore-Geschäfte die Landesbank seit 2009 betrieben hat, sagt SPÖ-Chef Michael Ritsch. Eine Landtagspartei kann einen Untersuchungsausschuss nur einmal in der Legislaturperiode einberufen. Es war ein Erdrutschsieg für FPÖ-Kandidat Norbert Hofer bei der gestrigen Bundespräsidentenwahl. Er erreichte 36,4% und sichert sich damit klar den Sieg. Darüber gejubelt wird auch bei Vorarlbergs Freiheitlichen. Landesparteichef Dieter Ecker. Ich freue mich sehr über den Wahlerfolg von Norbert Hofer. Ich freue mich aber auch für Österreich, weil das ein klares Signal war der Bevölkerung in Richtung Umbruch und Aufbruch in Österreich, der dringend notwendig ist. Ein wirklich klares Signal, dass das politische Establishment von SPÖ und ÖVP so nicht mehr weitermachen kann. Die Wahlbeteiligung in Vorarlberg war österreichweit am schwächsten. Der neue Schnee hat heute Morgen für Chaos auf Vorarlbergstraßen gesorgt. Auf der 14 und im Regenzer Wald sind gleich mehrere Unfälle passiert. Bei einem Auffahrunfall vor dem Fendertunnel sind zwei Personen verletzt worden. Auch nach dem Zusammenstoß auf Höhe Götzis gibt es eine leicht verletzte Person. Die Folge waren kilometerlange Staus im Unterland. Und in Lustenau ist am Vormittag eine Radfahrerin einem Linienbus aufgefahren. Die Frau hat sich dabei den Arm gebrochen und wurde vom Rettungsteam versorgt. Das war's von Vorarlberg in 100 Sekunden.